Hallo und herzlich willkommen zum dritten netzpolitischen Videowochenrückblick. Bei mir ist Markus Beckedahl, ich bin Florian und da hinten sitzt noch André außerhalb des Bildes und versucht zu arbeiten, während wir uns hier mal unterhalten. Und vorab der Hinweis, es gibt wie immer auch einen Textrückblick der Woche, den haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt und ansonsten kann man uns natürlich auch abonnieren, liken und das ganze andere YouTube-Zeugs. Okay, fangen wir an, Markus. Erstes Thema, so NSA und BND und Geheimdienst, Chose war wieder richtig groß die Woche. Unter anderem gab es da doch Neuigkeiten um ein Handy von einem gewissen Herrn Sensburg. Was ist denn da genau passiert? Ja, Herr Sensburg ist Vorsitzender des Geheimdienstuntersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag und sein Handy hatte wohl irgendwelche Anormalitäten, wobei unklar ist, worum es sich genau handelt. Ich habe Gerüchte gehört, es könnte auch sein, dass er zufälligerweise seine PIN dreimal falsch eingegeben hat und die haben halt für ihre Krypto-Handys nicht die PUC-Nummer, dann muss es halt eingeschickt werden. Ja. Es gibt andere Gerüchte, wonach es irgendwelche anderen Auffälligkeiten gab. Auf jeden Fall wurde das Handy per Post verplombt in einem Päckchen zum BSI nach Bonn, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, geschickt. Und dort kam es auch an. Aber die Verplombung des Paketes war aufgerissen, das Paket erkennbar geöffnet und das Handy erkennbar rausgenommen. Und es gibt es natürlich verschiedene Theorien, was damit gemeint sein könnte. Möglicherweise war ein Trojaner darauf auf dem Weg zum BSI, hat jemand den Trojaner wieder runtergeholt. Andere werten es eher als Einschüchterungsversuch, zum Beispiel des BNDs, auf Abgeordnete, um denen nochmal zu signalisieren, sie stehen unter genauer Beobachtung und sollten sich mal zurückhalten. Wie dem auch sei, wir waren eher verwundert, dass die mit der Post Pakete mit solchen sensiblen Inhalten innerhalb von Deutschland verschicken. Ja, du meintest gerade so ein bisschen Grenzen aufzeigen quasi. Da gab es doch auch vor einiger Zeit mit dem Herrn Sensburg auch was mit der Bild-Zeitung. Meinst du, das hat damit auch zu tun oder hast du da eine Einschätzung zu? Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Nee. Also ihm wurde was vorgeworfen, was aber letztendlich jetzt nicht zu einer Anklage geführt hat. Insofern war das jetzt kein Thema für uns. Ja. Es gab wohl mal ein Gespräch, wo der Chef des Verfassungsschutzes den ganzen Abgeordneten mitgeteilt hatte, dass sie selbstverständlich unter Beobachtung stehen würden. Und davon gehen, glaube ich, auch alle sehr genau davon aus, dass halt wer in diesem Ausschuss arbeitet, selbstverständlich von nicht nur einem, sondern mehreren Geheimdiensten überwacht werden könnte. Ist halt, damit muss man halt leben. Das mit den Einschüchterungsversuchen oder klarem Aufzeigen so von, was der BND gut findet und was nicht, scheint ja auch ein bisschen auf die Zeugen überzugreifen. André hat sich ja wieder in den NSA-Untersuchungsausschuss auch diese Woche gestürzt und da war ein ehemaliger BND-Abteilungsleiter mit ziemlichen Erinnerungslücken. Weißt du denn, an was er sich noch so erinnert hat? Ja, das war der Verantwortliche für die Operation Iconal. Etwas, was vor über einem halben Jahr das erste Mal von der Süddeutschen und NDR, also dem Kooperationsrechercheverbund, aufgedeckt wurde, dass es halt zwischen 2004 und 2008 eine Kooperation zwischen BND und NSA gab, wo es zu massiven Grundrechtsverletzungen gekommen sein soll. Und darum ging es halt. Der Verantwortliche war da. Lag teilweise 10 Jahre zurück. Man kann jetzt darüber spekulieren, ob ein 63-Jähriger sich vielleicht nicht mehr an alles erinnern kann oder will oder sonst wie. Auf jeden Fall waren ein paar bedenkenswerte Sachen diesmal dabei. Also manchmal gibt es ja so Anhörungen oder Verhöre, da kommt jetzt kaum was bei rum. Ja. Diesmal kam halt rum, dass halt diese Berichterstattung zu Iconal auf jeden Fall stimmte. Dass massenhaft Daten, auch Rohdaten an die NSA geflossen sind aus Deutschland heraus, wo keineswegs endgültig geklärt war, ob da nicht doch deutsche Grundrechtsträger sozusagen dabei waren. Und es kam auch raus, dass beispielsweise der BND da damals schon vermutete, dass vielleicht die NSA ihn fault und einfach mal noch unerlaubt Daten abgreift, bevor der BND Sachen vorfiltert, um sich diese Daten direkt ohne Vorfilterung mit Grundrechtsfilter sozusagen zuschicken zu lassen. Gleichzeitig gab es dort auch dann nur bestimmte Selektoren, was rausgefiltert wurde, wie deutsche und amerikanische IP-Adressen, aber auch nur diese, so dass halt auch rauskam, dass
quasi der BND, der NSA geholfen hat, beispielsweise nach EADS oder nach Airbus oder sonstigen europäischen Rüstungs- und Industrieprojekten zu suchen und Industriespionage beizuhelfen. Okay. Wir haben dann ja auch noch aus anderer Quelle die Woche bestätigt bekommen. Das BSI hat ja einen Prüfbericht gehabt, ne? Und da haben wir dann gemerkt, die leiten ja auch anscheinend selber noch Daten weiter aus oder da werden irgendwie, bevor diese Filterung stattfindet, auch noch Daten zwischengespeichert. Was heißt das genau? Ja, wir wissen seit einiger Zeit oder sagen wir mal, es gibt das G10-Gesetz, da steht drin, bis zu 20% des Datenverkehrs darf der BND überwachen. Seitdem ist unklar, was bedeuten diese bis zu 20%, wie wird das interpretiert. Wir haben festgestellt, dass der BND sehr kreativ ist, seine eigenen Befugnisse anders zu deuten, als man das von einer Grundrechtsperspektive irgendwie ausmachen würde. Beispielsweise im Weltraum gelten keine Grundrechte mehr. Und in einer vorherigen Anhörung war ein Vertreter des BSI da, der damals für quasi die Bundesregierung diese Überwachungsmaßnahme zertifiziert hatte, aber wo halt rauskam, naja, so viel wurde da gar nicht zertifiziert, beziehungsweise so ist es immer noch relativ unklar, ob das jetzt alles so richtig grundrechtskonform abläuft, was der BND da macht. Und diesen Prüfbericht, der halt nicht öffentlich war, der lag bei uns im Briefkasten, den haben wir mal online gestellt. Der BND hat ja auch noch an anderer Stelle einen Sicherheitsleck gehabt die Woche. Was ist da passiert? Ja, der BND ist abgesoffen. Also die best abgesicherste Baustelle in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, hatte das Problem, dass dort Wasserhähne geklaut sein sollen. Also der BND ist hier nur einen Kilometer entfernt oder quasi die fast fertige Baustelle seines neuen Hauptquartiers. Und wenn man davor steht, ist halt alles hohe Zäune, alles voller Videokameras. Und da sollen Schrottdiebe eingedrungen sein, um in den oberen Stockwerken irgendwie mehrere Wasserhähne im Gesamtwert von 400 € abgenommen zu haben, worauf das Wasser irgendwie aus den Hähnen oder was dahinter war, sozusagen aus den Leitungen rausquoll und dann langsam nach unten sich seinen Weg bahnte und dabei auch in lauter Kabelrohre und so weiter reinkam. Und ja, seitdem lacht das Netz über Watergate beim BND-Leak. Wir haben da die lustigsten Witze zu aufgestellt. Also es war mal, auch wenn es schade ist, um unsere Steuergelder, zumindest mal, sagen wir mal, aus Sicht derjenigen, die darauf hoffen, dass es irgendwann mal ein Leak aus BND-Kreisen kommt, zumindest mal, ja, ein erstes Anzeichen, es könnte kommen. Alles wasserdicht ist ja hingegen irgendwie bei den AGBs von Telekommunikationsunternehmen. Wir haben uns ja in akribischer Kleinarbeit die letzten zwei Wochen durch die AGBs verschiedener Telekommunikationsanbieter gewühlt und haben dazu einen großen Bericht zur Netzneutralität veröffentlicht. Und was ist so der Konsens davon? Ja, man hört in der Debatte, vor allem in der deutschen Debatte, immer wieder von Industrievertretern und von der Bundesregierung, dass wir gar kein Problem bei der Netzneutralität hätten. Um dieses Argument mal anzugehen, haben wir ja die letzten zwei Wochen unzählige Mobilfunk-AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen, durchgewühlt, was einem gar nicht so einfach gemacht wird, um nachzuschauen, welche Services und Dienste denn dort verboten sind. Wir definieren nämlich Netzneutralität so, dass wir an den Enden des Netzes die freie Wahl haben sollten, mit welchen Diensten, mit welchen Protokollen, mit welchen Services und Webseiten wir mit anderen kommunizieren an den anderen Enden des Netzes, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht und das geht nicht. Aber die Praxis zeigt, zumindest im Mobilfunkbereich, dass die Mehrzahl der von uns untersuchten Tarife bei allen großen Providern und bei sehr vielen Resellern einfach mal im Kleingedruckten Sachen wie Voice over IP, Instant Messaging, Tethering und sonstige Sprach- und Videotelefoniedienste verbieten und damit die Netzneutralität verletzen. Wir haben den umfangreichen Prüfbericht online gestellt. Wir haben auch gleichzeitig die Pressestellen der Telekommunikationsunternehmen angefragt und darum gebeten, uns auch mal selbst diese Antworten zu checken und haben die dann auch abgeglichen mit dem, was wir selbst recherchiert hatten und stellten dann fest, dass wahlweise diese ganzen Pressestellen nicht ganz die Wahrheit sagen oder sie haben auch selbst schon den Überblick über diesen Tarifdschungel verloren. Und ich kann dazu nur sagen, wir haben einige größere Recherchen in unserer 10-jährigen, 11-jährigen Geschichte gemacht. Das war auf jeden Fall die anstrengendste, weil klickt euch mal durch unzählige Tarife auf diesen ganzen
Mobilfunkseiten, um mal rauszufinden, wo denn jetzt die genaue AGB ist, um rauszufinden, wo findet sich jetzt die Formulierung, wo was verboten ist. Und ja, das ist nicht vergnügungspflichtig, das ist echt eine Frechheit. Gibt es da eine Empfehlung? Haben wir was Gutes rausgefunden in der Zeit? So den besten Anbieter oder den schlechtesten? So, wer führt da die Ganglisten an? Also wer jetzt ein Fazit von uns erwartet, bekommt auch eins, aber keine Empfehlung. Weil wir wollen nicht Tarife empfehlen oder beziehungsweise Provider dafür loben, dass sie auch Tarife anbieten, wenn auch in der Unterzahl, die einfach mal Internet anbieten. Weil man muss ja sagen, irgendwie die, in den ganzen Tarifen, wo im Kleingedruckten irgendwas verboten wird, wird ja kein Internet mehr angeboten, wo eigentlich alles erlaubt ist, da wird ja nur ein halbes Netz angeboten, da steht nur Internet drauf. Eine Praxis, die wir finden, sollte verboten werden. Insofern gibt es keine Empfehlung für niemand, sondern eine Auflistung dieser ja eigentlich eher erschreckenden Realitäten. Auch auf der EU-Ebene ist ja wieder was passiert in der Woche zum Thema Netzneutralität, allerdings nicht in Bezug auf Mobilfunkbetreiber, oder? Naja, auf EU-Ebene haben die Regierungen sich jetzt auf eine gemeinsame Linie im EU-Rat geeinigt, die halt ja ziemlich nah an der von unserer Bundesregierung dran ist, die sagt, ja, Netzneutralität ist gut, aber... Und dann kommen die ganzen Ausnahmen, die all das, was wir kritisieren, was Netzneutralitätsverletzungen sind, einfach mal im großen Maße legalisiert bzw. akzeptiert und gleichzeitig noch den Weg zum Zweiklassennetz durch die Einführung von Managed Services, Specialized Services beschreiten möchte. Das bedeutet jetzt, dass das EU-Parlament vor einem Jahr für starke Regeln zur Netzneutralität abgestimmt hat, die solche Praktiken, wie von uns dokumentiert, verbieten würden. Der EU-Rat wiederum hat jetzt mehr oder weniger das Gegenteil abgestimmt. Das führt jetzt zu Trilogverhandlungen zwischen EU-Kommission, Parlament und EU-Rat, die auf Basis von drei verschiedenen Vorschlägen irgendwie eine gemeinsame Linie finden müssen. Und wir befürchten das Schlechteste dabei, was dabei rauskommt. Auch wenn das EU-Parlament halt vor einem Jahr klar für Regeln gestimmt hat, heißt das nicht, dass es das heute auch noch tun würde, weil es ist ein neues EU-Parlament, neu zusammengesetzt und die Verhandlungsführerin ist eine spanische konservative Abgeordnete. Wenn es nach der gegangen wäre, hätte das EU-Parlament letztes Jahr gar nicht so für starke Regeln gestimmt. Das war eher ein Unfall, dass das so passiert ist aus deren Sicht, weil dies vertritt eher die Interessen von Telefonica und Co. Auf der anderen Seite haben wir Günther Oettinger, unseren Cyberkommissar der Herzen, der quasi die EU-Kommission in diesen Verhandlungen vertritt, der, wenn er sich zur Netzneutralität äußert, immer genauso klingt wie Telefonica, Deutsche Telekom und Vodafone, wo man das Gefühl hat, die schreiben ihm seine Sprechzettel vor und er lernt das auswendig und gibt das wieder. Und dann haben wir den EU-Rat, der genau dieselbe Linie jetzt abgestimmt hat. Und wenn wir Pech haben, kommt zum Schluss irgendwas ganz Schlechtes bei raus, wo die Holländer ihre guten Gesetze verlieren, wo es klar wird, die USA kriegen jetzt Netzneutralität und wir kriegen irgendwie das Deutsche Telekom, Drosselcom, Zweiklassennetz. Das bisschen, was noch überbleibt. Ja. Genau. Du hast gesagt, drei verschiedene Institutionen reden da jetzt miteinander und machen das aus. Kann ich da auch mitreden? Ja, man kann sich natürlich an Abgeordnete wenden, das sollte man auch, vor allen Dingen EU-Abgeordnete, auch wenn diese Trilogverhandlungen gerade geführt werden. Irgendwann muss das EU-Parlament nochmal darüber abstimmen und Abgeordnete werden oder Politiker werden in der Regel immer nur aktiv, wenn sie das Gefühl haben, das interessiert Bürger. Und wenn sich keiner bei denen meldet zum Thema Netzneutralität, dann wird sich auch keiner drum kümmern. Insofern wendet euch an Politiker, vor allen Dingen SPD, CDU, CSU, weil das sind diejenigen, die noch überzeugt werden müssen und an denen es hängt, ob wir zukünftig in der EU starke Regeln zum Schutz eines offenen Internets haben und nicht nur irgendwie das auf der Werbebroschüre draufsteht oder ob wir ein Zweiklassennetz bekommen, wonach es halt gerade aussieht. Dann gibt es noch ja, was in eigener Sache. Wir haben ein schönes neues Merchandise. Wir haben Geschenke. Jutebeutel. Achso, ja, wir haben mehrere Kameras. Super. Ja, Jutebeutel, ne, für nicht nur für den Hipster von heute. Praktisch zum Pfandbons, Pfandflaschen rausbringen oder mit auf Partys nehmen oder Bücher reinpacken oder an die Wand hängen. Gibt es bei uns im Büro. Wir haben noch keinen Shop. Wir wissen auch noch nicht, wie wir das irgendwie für irgendwelche Menschen einpacken sollen. Wir machen in der Regel Journalismus und keinen Versand. Aber auf Veranstaltungen von uns kriegt ihr die natürlich. Ansonsten werden wir unseren fleißigsten Spendern, beziehungsweise von den Spendern, von denen wir überhaupt Kontaktdaten haben, gerne sowas mal zuschicken.
Demnächst kommen auch Aufkleber raus, aber dafür machen wir einen extra Wochenrückblick. Ich denke, wir behalten das auch bei, dass du einfach jedes Mal irgendwas in die Kamera hältst, was wir jetzt neu haben. Das ist eine ganz gute Regel. Alles klar, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es dann vielleicht nähere Infos, auch was unseren neuen Merch-Store angeht. Vielleicht expandieren wir ja. Ich habe auch mal einen Shop, ne? Genau, wäre mal eine Idee. Ansonsten der Bauchladen Netzpolitik auf der Republika kriegt ihr auf jeden Fall da Sachen. Da sind wir ja auf jeden Fall vertreten. Oh. Ansonsten, ne, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, Links zu den Themen gibt es in der Videobeschreibung. Und Jutebeutel gibt es hier. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Gut. Tschüss.